Ja, stütz ab. Hast schon. Ich würde ich auch machen. Ah, fick dich. Noch einer? Wo kommt der dritte jetzt her? Und warum sterben die nicht? Ich kotz gleich. Moment, neue Idee. Ach, die kommen jetzt nicht. Ja, gibt Sinn. Nicht im geringsten. Geh auf! Jetzt geh doch! Ach, die geht nicht mehr auf. Ah, okay. Tür ist jetzt verschlossen. Ach so, natürlich. Ergibt Sinn. Ergibt absolut Sinn. Mal, in wessen Augen ergibt es denn nicht Sinn? Ist immer noch nicht tot. Oh, fick dich. Komm. Mal, ich glaube, es hackt hier ein bisschen. Nein, ich darf da ja nicht laden. Ah, wo kommst du denn überhaupt immer her? Ah, Wand! Wo kommt die denn jetzt her? Und die ist immer noch nicht tot, ey. Jetzt stirb doch endlich einfach! Ah, das, was ich will, ist, dass du stirbst! Na, endlich! Och, nö! Was bist du denn jetzt? Ach, irgend so ein schwules Scheißteil, noch mehr. Jetzt stirb doch einfach! Dieses Ziel ist jetzt erschlossen. Warum, wissen wir auch nicht, ist es halt so. Jetzt hör auf, dumme Fragen zu stellen. Ach, halt doch die Fresse. Ach, das gibt's doch einfach nicht. Darf ich alles nochmal machen? Na ja, ganz. Warum nicht? Es ist ja so lustig, komm. 243 Gegner, ich glaube, ich spinne. Pisst euch. Was zur Hölle? Die kamen doch erst, wenn ich... Ach, fick dich! Nein, laden! Abstürzen! Warum spawnen die jetzt auf einmal immer? Vorhin haben sie das nicht gemacht! Ah, fick dich! Ach, falsche Taste. Nein, ich habe keine unendlichen Raketen. Lass mich doch da rein. Oblatsch, jetzt abkommen. Nimm das scheiß Ding auf! Mann! Ja, langweilig! Scheiß Drecksspiel hier! Vorhin sind die doch erst gespawnt, nachdem ich... Ach, leck mich! Was auch immer, passt schon. Sterb! Sterb wie nicht mehr leben! So, wo spawnt das andere scheiß Drecksding jetzt noch? So, vorhin noch so ein Drecksding spawnt. Wo ist das jetzt? Och nee, oder?
toll, da öffnen sich beide Türen, ist ja ganz toll. Warum spawnt jetzt dieses andere Ding nicht mehr? Wann spawnt das? Die Tür ist ja verschlossen. Warum auch immer? Wayne? Och, zwei. Ja, warum denn nicht? Hey, ich hab doch die Waffen dafür. Hey, kein Problem. Ist das so überhaupt gar kein Problem? Ist das? Ich sehe das Problem nicht. Ist ja auch kein Star. Ich meine, ich habe die Waffen dafür. Bin sehr weit. Super. Kein Problem, nicht? Nicht das Geringste. Womit soll ich die zwei denn bitte schön killen? Freude oder was? Ganz toll, ja. Ich habe nichts, mit dem ich die killen könnte oder so. Der Brüche aus, welche Mauer? Die Mauer oder welche Mauer? Ach, halt die Fresse. So, lass uns mal abstürzen. Komm, laden, laden, bla 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 bla. Ach, mir doch scheißegal. So, aber jetzt könnte ich einen Nachbrenner gebrauchen. Ganz toll. Dann müsste ich das andere Zeug aber ohne Nachbrenner schaffen, was auch wieder nahezu unmöglich ist. Nett. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht nett aus. Puh, nur mal, ich sterbe, wenn ich da reinfliege. Vorsicht, das Wildwasser sieht sehr gefährlich aus. Hä? Ich sterbe, wenn nicht. Schön. Lass mich raten, ich muss dieses Idol da unten mitnehmen. Kommt auch irgendwie nicht mehr raus. Nö. Ich sterb dann mal. Kill it yourself, deine Mutter. Kann man das irgendwie ausschalten? Nein. Stirb! Wohl eher nicht so, hm? Okay, das sollte man auch nicht tun. Toll, das heißt, hier komme ich gar nicht weiter. Wunderbar. So ist dieser Raum dann überhaupt gut, wenn ich hier nicht weiterkomme. Wohl, um mich zu verarschen. Und damit da wieder ein paar neue Gegner spawnen können. Diese Tür ist jetzt verschlossen. Wir wissen auch nicht, warum. Es ist einfach so. Ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aber es ist halt so. Munition. Nimm die Munition und steck sie dir in deinen Arsch. Nein. Killen wir mal schnell das Ding, ist gar kein Problem nicht. Vor allem, weil da nicht irgendwie ein zweites kommt. Kein Ding nicht, ne? Wüsste nicht, wo da ein Problem sein soll mit meinen Level 2 Waffen. Meine einen Level 2 Waffe. Ich nehme einfach meinen Level 2 Flammenwerfer, den ich nicht habe. Oder meine Titanrakete, die ich nicht habe. Mäh die Gegner einfach weg. Ist ja nicht so, als hätten irgendwelche zielsuchenden Waffen oder so. Nein, ist nicht im geringsten so. Nicht im geringsten.
Brauche mir überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Warum es manchmal so komisch weiß leuchtet und manchmal auch nicht, kann mir auch noch niemand erklären. Was hat das zu bedeuten? Erklär es mir sofort. Na komm rauf und lass dich abknallen. Abknallen sollst du dich lassen. Sollst dich mich abknallen, sollst dich abknallen lassen. Habe ich schon meine Laser Level 2, meine Pulsader Level 2 erwähnt? Die kann ich dreimal so gut aufschneiden wie Level 1 Pulsader. Da kommt doppelt so viel Blut raus. Und ich sterbe 7-mal schneller. Ist das nicht toll? Fick dich. Ist das überhaupt nicht langweilig? Das ist so super. Oh, jetzt blute ich den Boden voll, weil ich meine Pulsadern aufgeschnitten habe. Oh ja, passiert. Weich halt nicht ständig meine Raketen auf und schieß nicht ständig zurück. Und sterb einfach. Und sowieso und überhaupt deine Mutter. Und tschüss, jawoll. Dann warte ich einfach hier, warum nicht? Macht dir keinen Unterschied. Wenn ich jetzt hier warte oder dort oder... Ich treffe das Vieh eh nicht. Weil ich beschissene Waffen habe. Wie der Meinung sind, zwei von diesen Überviechern direkt am Anfang platzieren zu müssen. Wo man die super beschissenen Dreckswaffen hat. Wow, es ist endlich tot. Es gibt mir sogar was Sinnvolles, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Geh auf. So, wo ist das andere Ding? Du musst sterben. Ach, halt die Fresse. So, tschüss. Wo geht's da lang? Das Tor ist momentan verschlossen. Was bringt mir das jetzt da unten? Hä? Eine Tür hat sich... Das ist ja euer Ernst, oder? Die Tür hat sich geöffnet, weil ich da drauf geschossen habe. Bleib doch mal da! Na gut, hau ab. Stellt sich mir jetzt eine Frage, kann man das auch irgendwie backen, die Unsichtbarkeit? Können wir gleich mal testen. Ich will auch mal zuschauen, wie das Spiel abstürzt. Hey, das hatten wir noch nie. Nein, lass dich nicht backen. Das geht natürlich nicht. Ach komm, ich war doch schon unten drunter. Okay, auf. Och nö. Vielleicht zwei. Ja, fickt euch. Und die Tür hinter mir geht wieder zu. Komm, geh zu. Komm, geh zu. Geh zu. Komm, trau dich. Trau dich. Trau dich. Nein. Oh, fick dich doch. Okay, es ist, ich weiß nicht, ob es das war oder ob da einfach ein neues spawnt. Ich weiß nicht mal, wo das hin ist. Ach, da hinten hin. So, das gibt mir jetzt erstmal Laser Level 3. Das Spiel bringt mir noch so weit, dass ich mich irgendwann mal aufrege über das Spiel. Nee, lass mich da rein. Och, nein, ich hab daneben nicht schon wieder so ein Transpuls-Scheißdrecksding gesehen, oder? Hallo? Ich hab's doch noch... Ach ja, komm, lad. Auf! Auf! Schnauze! Nimm deine Zielerfassung und steck sie dir in deinen Arsch.
Weiter drehen. Sterb doch mal. Die geht ja verdammt den, der hier all. Lassen wir es doch ihn gar nicht erst lesen. Wozu denn? Enthält eh keine wichtigen Informationen. Okay. Wir brauchen den goldenen Götzen, um die Katakomben zu betreten. Deine Mutter ist ein Götze. Oh, komm, geh auf. Ah, was haben wir da noch? Ist die Wand hier auch brüchig? Nein, oder? Nicht so direkt, nein. Nein, mit Pulsar kann man sich nicht selbst töten, okay. Das haben wir gerade eben gelernt. Der Götze war doch das, wo unten in dem... Och. Bleib offen. Außerirdische, ich weiß es, sie schießen ständig auf mich! Auf! Halt, das sind ja keine Außerirdischen, das sind ja menschliche Drohnen oder so. Na, kommt runter! Habe ich es jetzt eben getroffen? Ich glaube nicht. Hallo, ich bin hier drin. Hier in dem Loch, da müsst ihr auch rein. Das ist geil. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Ich hasse alle Tempel. Lasst sie uns alle niederreißen. Hallo, einmal. Na? Hallo? Jetzt schießt sie mir gleich an den Rücken, wenn ich hochfliege, richtig? Nein, sie sind gar nicht hier. Ich muss diese scheiß Drecks Drings Brums Brings tot bekommen. So, ich weiß ja dummerweise gerade gar nicht, wo es ist. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Kurz bevor ich gestorben bin. Hilft mir das natürlich ungemein weiter. Was machen die Gegner da überhaupt? Wollen die irgendwie durch die Türen oder was? KI ist seltsam. Ich möchte aber nicht unnötig viel Leben verbrauchen, weil ich habe irgendwas von Avataren gelesen und es schreibt mir so wieder nach so, du brauchst alle Leben für den Boss. Es schreit auch noch, hey, stütz es ab! Schwuch! Oder fliegen die immer zu dem Punkt, wo ich hin müsste, aber nicht hinfliege, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Hey, ich habe keine Munition mehr. Toll. Ich habe auch keine Raketen mehr. Ganz toll. Freuen wir uns. Erstmal ein bisschen Munition, hm? Wow, die Raketen sind so scheiße. Gibt es ja auch in Zielsuchen, damit man was trifft. Ist es tot? Nein. Toll. Lass dich doch mal von den Dingern frontal treffen, Mensch. Oh, fick dich. Daneben nicht!
Schnelles Let's Play. Spasti. Ey, war ich halt nicht dauernd mit. Soll ich dich denn dann mit Raketen treffen? Wie soll ich überhaupt treffen? Ja, du hast natürlich diese scheiß Zielsuchende. Rex? Ding? Bums? Ding? Ja, genau, um die Kurve geschossen, oder was? Hier kommen nicht mehr von den Fliegern. Die sind schön, die sind einfach, die sind praktisch. Ja, genau, genau. Ich weich doch aus! Oh, ich treff dieses Ding halt ums Verrecken nicht. Problem ist, das Ding wird auch einfach nur durch die Pampa zu schießen und trifft mich irgendwann. Na endlich ist es tot. So, jetzt erklärt mir mal, wie ich den Götzen da unten nehmen soll, ohne zu verrecken. Wäre ich sehr verbunden für. Was? Ja, hallo, ich komme da nicht mehr raus. Mann! So, und wie soll ich den Götzen jetzt mitnehmen und ohne dabei zu verrecken? Okay, jetzt guckt die Schlange andersrum. Was bringt mir das? Achso, okay. Nua. Hätte man mir auch früher sein können. Ist da noch irgendwas von Interesse? Nein. Fickt euch! Super, was soll ich das wissen, dass man dieses Schalter umschalten kann? Das sagt einem auch niemand. Das ist kein goldenes Idol, das ist ein goldener Klumpen. Nichts anderes. Oh, gleich zwei von denen, hey. Weil einer wäre ja langweilig. Ich habe hier überhaupt keine Drehgeschwindigkeit unter Wasser. Das interessiert die überhaupt nicht, dass sie unter Wasser sind. Habe ich den Idol schon? Ich glaube schon. Na, wie soll ich da jetzt rauskommen? Ach komm, leck mich. Raus! Ach komm! Wie könnt ihr so schnell drehen? Kann ich auch nicht. Wieso habe ich immer das beschissenste Schiff von allen? Wieso können sie mir nicht mal ein gutes Schiff geben? Hm? Eins ist, was taugt, was aushält und nicht beim leichtesten Windstoß auseinanderfällt. Diese Schrottdinger, die ich hier habe, oder in diesen. Oder in beliebiges Spiel hier einfügen. Super, wie soll ich die denn jetzt noch töten? Hm? Wie soll ich die aus der Entfernung töten? Wie? Mann! Dann warte ich halt einfach unter Wasser, ich hab Zeit. Da bin ich zwar extrem langsam im Drehen, noch langsamer als ich so bin, weil ich habe ein Schrottschiff, aber was soll's. Die kommen bestimmt irgendwann. Ah, da kommen sie gleich. Hallo. Na endlich. Hallo! Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Was zur Hölle? Das Ding geht wieder an irgendwann? Toll. Na toll. Was soll ich denn ausweichen in dem scheiß engen Raum? Ich dreh mich so beschissen unter Wasser. Ach ja, deine Mutter. Und tot. Ich kann den da nicht...